Herzlich willkommen zu Deutschland akut, der Welttalk. Und das ist unser Thema heute. Suchtfalle Alkohol. Gesellschaftlich akzeptiert, als Genuss getarnt, zerstört die Krankheit doch Körper und Seele. Fast 10 Millionen Deutsche trinken riskant viel, also mehr als 2 kleine Bier pro Tag. Auch Ex-Fußballprofi Ulrich Borowka kennt die Sucht, den Absturz, die Ausgrenzung. Welche Rolle spielen Stress und Leistungsdruck? Ist Alkohol nur Genussmittel oder verharmlosen wir eine Volksdroge? Darüber diskutiere ich jetzt mit Ulrich Borowka. Wir haben ihn gerade schon im Film gesehen. Ex-Profi-Fußballer, mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher deutscher Pokalsieger, Nationalspieler und Alkoholiker. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen die Politik. Damit kritisiert er auch die Regierung, die heute hier von der CDU-Gesundheitsexpertin Stefanie Vogelsang vertreten wird. Herzlich willkommen. Und Dr. Peter Michael Roth ist da. Er ist Chefarzt der Oberbergklinik Berlin-Brandenburg und spezialisiert auf Suchterkrankungen. Er klagt an, das Thema Alkohol wird immer noch verharmlost. Dabei sind Millionen Menschen aus allen Schichten gefährdet. Ulrich Borowka, 388 Bundesligaspiele, das bedeutet, Sie waren 2 Jahrzehnte Leistungssportler. Wann genau war der Moment, wo das Bierchen mit den Kumpels zur Alkoholhölle wurde? Mitte der 80er Jahre bin ich psychisch abhängig geworden. Und ab da ging es wirklich bergab und ich konnte nichts mehr kontrollieren. Und gab es einen Moment, kann man sagen, da war ein Moment, wo Sie gesagt haben, verdammt, jetzt geht nichts mehr? Nein, noch nicht mal nach meinem Selbstmordversuch und noch nicht mal die ersten Tage in der Klinik war ich der Meinung, dass ich dahin gehöre. Und wie fühlt sich es an, wenn man dann spürt, verdammt, ich bin krank, ich bin gar nicht so cool, ich bin gar nicht der coole Bundesligaspieler, der alles im Griff hat? Es war eine sehr, sehr schwere Zeit, die 4 Monate in der Klinik, sehr viel über mich selber zu erfahren. Danach habe ich mich 10 Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil ich auch mit mir erstmal sehr, sehr vieles regeln musste. Ja, meine Gefühle, meine Ängste, die sich alle aufgebaut haben. Und würden Sie aus heutiger Sicht sagen, dass das etwas mit dem Leistungsdruck zu tun hat, mit der, ich glaube, das habe ich irgendwo von Ihnen gehört, auch der Angst zu versagen? Sind das die Schlüssel, wenn Sie von heute aus nachdenken? Ich konnte nie über meine Gefühle reden. Ich habe auch Versagensängste und Existenzängste gehabt. Aber das ist ja insgesamt in unserer kompletten Gesellschaft heute so. Ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, ja, die gleichen Probleme haben. Natürlich im Profibereich ist es klar, da kommt eben die mediale Präsenz, der mediale Druck noch mal obendrauf. Herr Dr. Roth, wenn Sie das so hören, Topleistung, Versagensangst, das sind ja Begriffe, Ulrich Borowka hat es gerade erwähnt, die kennt jeder irgendwie aus seinem Berufsalltag. Ist das ein klassisches Bild, das Sie bei Ihren Patienten aussehen? Bei vielen spielt das eine Rolle. Also gerade in meiner Klinik, wo wir viele Selbstständige, Manager und so weiter behandeln, ist das ein ziemlich hervorragendes Thema, ja, muss man sagen. Und würden Sie sagen, dass das zunimmt, dass das stabil ist? Dass wir hier eigentlich eher mit einer Abnahme zu tun haben? Ja, die Zahl der Behandlungen ist deutlich angestiegen, auch wenn man die Zahl der Frühberentungen wegen psychischer Probleme oder Alkohol sieht. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die sagen, das liegt einfach daran, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt so in das Alter kommen, wo das beruflich... Das ist Ihr persönlicher Eindruck? Sie machen das ja nicht seit gestern, sondern betrachten eine lange... Es spielt beides eine Rolle. Also einmal, dass tatsächlich die gesellschaftlichen Bedingungen sich dahingehend entwickelt haben, dass immer mehr Druck herrscht bei der Arbeit, immer mehr erwartet wird, mehr Zeitdruck ist, immer erreichbar sein und diese Dinge. Und auf der anderen Seite tatsächlich sind es auch demografische Faktoren. Frau Vogelsang, Sie befassen sich innerhalb der CDU mit Gesundheitspolitik. Was würden Sie sagen, wenn man das feststellt und wenn man hört, was Ulrich Borowka sagt? Wer ist schuld, wenn sowas passiert? Wir haben uns in den letzten 4 Jahren in der Arbeit im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag, jetzt nicht nur innerhalb der CDU, sondern auch in unserem höchsten Parlament, sehr intensiv immer wieder mit dem Thema Suchtgefahren, auch mit dem Thema Alkoholsucht beschäftigt. Wir leben in Deutschland in einem freiheitlichen Rechtsstaat und wir müssen eine Gratwanderung bestehen. Aber würden Sie sagen, der größere Anteil der Schuld oder der Verantwortung, wenn jemand in so eine Situation gerät, liegt bei ihm selber? Oder liegt er auch bei uns allen?
Na, er liegt schon bei der Gesellschaft, bei den unterschiedlichen Zwängen, die in der Gesellschaft aufgebaut werden, bei der Arbeitswelt. Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt nehmen zu. Der Einzelne steht unter einem größeren Leistungsdruck. Das Angebot ist so günstig wie noch nie. Man kann einen Liter Wein oder einen Liter Schnaps so günstig wie noch nie kaufen. Es ist also keine finanzielle Barriere mehr da, um sich den Stoff, wenn man süchtig ist, zu besorgen. Ich glaube, viele Komponenten spielen da eine Rolle. Aus Ihrer Erfahrung, aus der, nennen wir es mal, in Klausur, aus dem in Klausur gehen, dem Nachdenken, was würden Sie sagen, muss sich jetzt verändern, damit möglichst vielen Menschen ihr Schicksal erspart bleibt? Also ich bin ja seit 7 Monaten jetzt unterwegs in ganz Deutschland. Ich bin in Hauptschulen, ich bin in Fußballvereinen, ich bin in Jugendarrestanstalten, Jugendvollzugsanstalten und unterhalte mich auch mit den Jugendlichen. Wie Sie auch gerade schon sagten, ist es verdammt leicht, ja, überhaupt für die Jugendlichen an Alkohol zu kommen. Und da muss sich was ändern, in erster Linie. Dann lass uns damit einhaken. Was könnte sich da ändern? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Sie beide erwähnen ja, sozusagen natürlich. Diesen Punkt als den zentralen. Dann lassen Sie uns darüber reden, was muss sich ändern? Also aus meiner Sicht muss viel, viel mehr Aufklärung gemacht werden, gerade im jugendlichen Alter mit 12, 13, 14, 15, wissen die Jugendlichen gar nicht, was mit denen passiert, ja, dieses Komasaufen und das Ganze alles. Und was noch dazu kommt, ja, müssen einfach Strafen auch mal durchgesetzt werden. Ja? Jugendliche, die, wenn ich mal mit der U-Bahn oder S-Bahn fahre, da sind 12, 13, 14-Jährige mit der Bierflasche und alles. Und da muss einfach auch mal etwas geändert werden. Da müssen auch mal Strafen ausgesprochen werden. Nicht nur immer drüber geredet werden, es müssen auch Strafen ausgesprochen werden. Auch wie gesagt, diese Testkäufe, ja, die gibt es ja immer und immer wieder. Aber keiner ist in der Lage, da auch mal Strafen auszusprechen. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es eine Kritik an der Justiz, die den Strafrahmen nicht ganz ausschöpft, aber so ein bisschen auch eine Kritik an der Politik, die vielleicht zu lasche Strafrahmen setzt. Was muss am Jugendgesetz eigentlich verändert werden? Aus meiner Sicht muss man darüber nachdenken, ob man nicht generell alle Alkoholiker, jedes bisschen Wein unter das Verkaufsverbot an Jugendliche stellt. Also ich bin Vertreter. Aber ist das nicht fast ein bisschen defensiv? Dann muss man fordern und dann machen. Ja, fordern und machen, das ist ja, man wird das Problem damit ja nicht los. Also wenn Sie normal in einem Supermarkt stehen und da sind 16, das würde erstmal nicht alleine helfen. Wenn Sie in einer Truppe von 16, 17-Jährigen sind, Sie finden immer einen 18-Jährigen dabei, der gerade in den Supermarkt geht und Ihnen die Flasche Schnaps holt. Und so passiert es ja auch. Die Kassiererinnen in den Märkten sind ja sehr viel vorsichtiger, sehr viel aufmerksamer geworden. Es hat viele Aufklärungskampagnen in unterschiedlichen Bereichen gegeben. Und wenn ein Jugendlicher mit 16 eine Flasche Schnaps haben will, dann schickt er seinen Kumpel mit 18 den Schnaps zu besorgen. Und das läuft dann auch völlig legal. Deswegen löst so ein Alkoholverbot generell für Jugendliche erst einmal nicht das Problem. Ansage. Es wäre ein Willensäußerung. Es wäre ein Statement, dass man das nicht möchte. Es ist ein weiterer Schritt, der zu vielen, die schon gegangen worden sind, dazukommt. Wichtig ist mir aber, dass wir eine gesellschaftliche Debatte darüber brauchen. Die Verkäuferin ist ja nicht alleine diejenige, sondern die Kundin, die dahinter steht und merkt, dass draußen Jugendliche stehen, die dann den Schnaps kriegen. Die muss sagen, hier kaufe ich nicht wieder ein, wenn das so leicht möglich ist. Solche Gut, aber Reaktionen das haben wir doch 2076 noch nicht. Das ist doch so ein bisschen... Nein, das stimmt nicht. Sie kriegen nicht mit Verboten und mit höheren Strafen, gerade in diesem Bereich Bewusstseinsveränderung, sondern sie kriegen das über gesellschaftliche Debatte. Gucken Sie sich das Rauchen an. Bezogen auf das Rauchen stellen wir fest, dass noch nie so viele Jugendliche noch niemals zur Zigarette gegriffen haben wie im Moment. Weil es uncool ist, weil es nicht schick ist, weil es out ist, weil es in der Gruppe nicht gilt, also, wenn man raucht. Und das muss auch bei Alkohol der Weg sein. Man darf nicht mehr, es trinken weniger Jugendliche. Aber sie trinken härter. Das Problem ist, wenn sie trinken, viel weniger greifen zur Flasche, aber wenn sie dann trinken, dann ist es das Thema Komasaufen. Da gibt es dann Überlegungen zum Beispiel, die Eltern daran zu beteiligen, die Kosten für die gesundheitliche Behandlung dann hinterher zu tragen, dass da ein stärkerer Druck aufgebaut wird. Ich bin gegen eine solche Maßnahme. Ich glaube, dass man auch in dem Bereich intensivst aufklären muss. Wir haben jetzt ein neues Präventionsgesetz, was gerade in dem Bereich der Lebenswelten, im Bereich der Schulen, im Bereich der Betriebe geht, um nochmal aufzuklären über die Folgen. Und ansonsten sind wir ein freiheitliches Land. Und Staat kann auch nicht alles verbieten und soll es auch nicht. Und das wollen die Bürger auch nicht. Aus Ihrer Sicht, wenn man hört, Sicht, die, ja.
die Maßnahmen, die angedacht sind, die Maßnahmen, die greifen, die Maßnahmen, die womöglich weniger geeignet sind. Denn wie beurteilen Sie das aus Ihrer Sicht? Denn Sie haben ja dann am Ende betrüblicherweise mit dem, ich sage jetzt mal, Opfer zu tun. Ja, ich freue mich auch, dass wir in einem freiheitlichen Land leben. Aber im Thema Alkohol sehe ich das ein bisschen anders. Also es gibt auch eindeutige Belege aus der Geschichte, wissenschaftlich alles belegt, dass das Angebot des Alkohols, wie er verfügbar ist, auch eine große Rolle spielt. Ja, natürlich. Er ist zu billig. Zum Beispiel, das haben wir auch gesagt. Also die Verfügbarkeit spielt eine Rolle und da kann die Politik Einfluss nehmen. Aber dann machen wir doch mal, dieses zu billig fällt ja jetzt schon zum zweiten Mal. Und ich nehme mal an, das ist auch ein Punkt, den Sie in Gesprächen, in Gefängnissen, in Jugendstrafvollzuganstalten etc. immer wieder hören. Wie soll das denn geändert werden? Man muss eine Mehrheit dafür im Deutschen Bundestag haben. Und warum diese Mehrheit, haben Sie die nicht? Sie sind doch in der Mehrheit. Sie regieren doch. Nein, wir hatten diese Mehrheit dafür im Moment nicht. Die Steuern auf Alkoholiker um ein erhebliches Maß heraufzusetzen. Ach, Sie wollen sozusagen bei denen, die trinken, noch mehr kassieren? Ja, das ist das Argument, was dann auf einen zukommt. Ja, anders geht es ja nicht. Es geht ja nicht um die Steuern, die wir dadurch einnehmen wollen. Das ist eine lachhafte Summe. Sondern es geht darum, den Alkohol zu verteuern. Das sind 3,3 Milliarden Euro im Jahr. Ja, die Sie aber wenn, über die Steuern auf Alkohol einnehmen, sich, ist nicht so lachhaft. Nein, es ist ein enormer Betrag. Aber wenn Sie sich die Gesamtsumme des Bundeshaushalts angucken, dann ist das nicht eine riesig große Hausnummer. Mir ging es nicht darum, eine größere Steuereinnahme in den Säckel von Herrn Schäuble zu bringen, sondern mir ging es über diesen Mechanismus. Ein anderer ist mir nicht bekannt. Wenn es teurer wird, kaufen weniger. Über den Mechanismus der höheren Steuern, den Preis anzuheben und damit ist es nicht so leicht verfügbar. Ja, genau. Wenn wir über den Preis reden, im Moment ist es ja schon so, ich merke, das spricht Ihnen auch irgendwie aus der Seele, je mehr in Deutschland getrunken wird, umso mehr Steuereinnahmen hat auch der Staat. Ist das nicht irgendwie seltsam? Das ist ja schon seit ewigen Jahren ist das ja schon so. Aber was Sie auch gerade sagten, das sind unsere Kinder, unsere Jugendlichen. Wir haben gerade ein Gesetz mit 100 Millionen verabschiedet, um Präventionsleistungen zu fördern. Ja, aber das wird ja alle paar Jahre. Ich weiß, den Punkt, ich sehe im Gesichtsausdruck an, dass Sie den Punkt nicht leiden können. Das gefällt mir irgendwie. Weil ich habe noch einen. Ich habe aber noch einen. Das sitzt niemand im Bundestag und sagt, ich will mehr Geld haben. Der Staat subventioniert ja sogar Branntweinunternehmen. Das ist ja noch irrer. Also er subventioniert Schnapshersteller, damit sie schön Schnaps herstellen können, damit der verkauft wird, da ist Steuer drauf und dann kommt das Geld wieder zurück. Das ist nämlich ein irren Kreislauf. Und Sie? Der subventioniert ja nicht den Schnapshersteller, sondern der subventioniert in einer strukturschwachen Region den Arbeitgeber. Noch einmal. Ich will keinen Staat, der vorschreibt, wie wir zu leben haben. Punkt. Dafür ist die Mehrheit auch im Bundestag da. Und ich möchte keinen Staat, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, damit sie mehr Alkohol trinken oder damit sie mehr Alkohol trinken, erhöht er die Steuern. Sondern das ist ja der regulative Wert. Das Argument ist angekommen. Ich will mal eins ganz aus dem Alltag machen, Herr Dr. Roth. Wenn ich manchmal zum Doktor gehe und kriege irgendwie eine Spritze, eine Betäubung oder so, dann muss ich so einen Zettel ausfüllen, da steht drauf, trinken Sie regelmäßig Alkohol, ja oder nein? Und da weiß ich immer gar nicht, was ich ankreuzen soll, denn in Wahrheit trinke ich regelmäßig Alkohol. Jetzt sicherlich nicht, also glaube ich jedenfalls im Übertrieben. Was ist denn da richtig? Ab wann muss ich denn ja ankreuzen? Ich weiß nicht, wie der Doktor, der den Zettel Ihnen voll wieder das gemeint hat, aber was... Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, Konsens, muss man immer sagen. Und dann bin ich immer ganz unsicher. Ja, ja. Wo würden Sie sagen, wäre es sinnvoll, dass ich ja ankreuze? Die Grenze zum riskanten Konsum. Ne? Ja. Da ist weltweit Konsens, ist bei Männern bei 24 Gramm reinem Alkohol pro Tag. Sagen Sie mal in Flaschen oder sowas. Genau, wenn man das praktisch sind zwei alkoholische Getränke oder 0,6 Liter Bier für Männer und für Frauen die Hälfte. Mhm. 12 Gramm, also 0,3 Bier oder ein kleines Glas Wein. Das ist die Grenze. Jeder Deutsche 325 Flaschen Bier im Jahr, 27 Flaschen Wein, 5,5 Flaschen Schaumwein und 7 Flaschen Schnaps. Ja, wir haben, das heißt, wir jubeln uns alle irgendwie. Wir haben etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland, die sich in diesem Bereich des riskanten Konsums bewegen. Riskant einmal für körperliche Schäden, aber auch um in eine Abhängigkeit zu geraten. Auch noch mal so eine Überhofka. Ich gebe zu, manchmal, heute Abend könnte vielleicht so einer sein, da fahre ich nach Hause und denke ich, jetzt wäre eigentlich ein Glas Wein ganz gut. Ja. Ging das bei Ihnen auch so los? Geht das so los? Dass man plötzlich denkt, ich kann dann auch ohne noch. Ja? Aber so dieses persönliche Gefühl, wo man dann denkt, wow, bin ich jetzt schon so weit, dass es mich dahin zieht?
Ich konnte vieles von Anfang an nicht kontrollieren. Ja, ich konnte nicht nach 2 Gläsern Bier oder Wein sagen, es reicht. Ich musste immer noch weiter trinken. Wenn zu Hause noch 2 Flaschen Wein obendrauf. Ich selber konnte das nie kontrollieren. Ja, und habe erst immer, was heißt Schluss gemacht, wenn ich vom Bett gefallen bin oder wie auch immer. Ja, das war mein Problem, auch ein Teil von den ganzen Problemen, die ich hatte. Kennen Sie das auch? So nach einer Wahlkampfveranstaltung oder sowas? Also ich bekenne, ich bin... gehöre wahrscheinlich auch zu den Risikoalkoholkonsumierenden. Also ich trinke täglich eigentlich ein Bier oder ein Wein. Den Durchschnitt mal aus, also aber dass ich, und das auch schon seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren. Also mehr als 27 Flaschen Wein im Jahr. Da liegen Sie über dem Durchschnitt. Wahrscheinlich, aber es ist mir noch nicht ein einziges Mal passiert, dass ich betrunken war. Es ist mir noch nicht ein einziges Mal passiert, dass ich duselig war. Aber gut, das ist dann vielleicht genau diese Schwelle mit Blick auf den Mediziner, dass hier der Körper, interessanterweise der auf alles präparierte Körper des Leistungssportlers an einer Stelle sozusagen nachgibt. Ist das so oder ist das zu laienhaft? Ja, das ist einer der Faktoren, der die Abhängigkeit begünstigt. Es gibt aber auch viele Menschen, die nicht dieses Phänomen der verminderten Kontrolle sogleich haben, bei denen sich das erst im Laufe von Jahren entwickelt. Also es gibt viele, die können jahrzehntelang, wie man sagt, kontrolliert trinken, aber allmählich schleicht sich dann doch der sogenannte Kontrollverlust ein. Und was ist eigentlich so ein frühes Warnzeichen? Ja. Also erhöhte oder schlechte Leberwerte wahrscheinlich, aber dann ist wahrscheinlich auch schon zu spät, ne? Na, das mit der Leber ist unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, die sehr große Mengen Alkohol trinken können und die Leber macht das noch ganz gut mit. Und bei anderen, vor allem Frauen, sind sehr gefährdet. Deshalb ist die Schwelle des riskanten Konsums bei Frauen so niedrig, weil da die Leber sehr früh schlapp macht. Und gibt es aus Ihrer Praxis irgendwas anderes, dass man sagt, man wird fahrig oder man hat... Es gibt 6 Merkmale, auf die man sich weltweit geeinigt hat, an denen man Suchtverhalten oder eine bestehende Sucht erkennen kann. Wenn 3 davon gegeben sind innerhalb der letzten 12 Monate, sagt man, dann muss man von einer Sucht sprechen. Das erste Merkmal ist, dass man ein unwiderstehliches Verlangen hat. So, es geht jetzt nicht ohne. Dann gibt es diese Toleranzentwicklung. Man braucht im Laufe der Zeit immer mehr, um die gleiche Wirkung zu erzielen, wie es anfangs mal war. Dann gibt es Abhängigkeitserscheinungen, wenn man aufhört oder eine Pause macht, dass man zittert, unruhig wird, schwitzt, nicht schlafen kann. Sie schütteln den Kopf, also kennen Sie alles nicht, ne? Bisher habe ich 3 mal 0. Vielleicht sind es die zweiten 3. Also schnell noch die zweiten 3, dann machen wir einfach diesen Selbstcheck. Gibt es Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Trinkens? Dass man weiter trinkt, obwohl man weiß, dass es einem schadet, psychisch, sozial oder körperlich. Und das Letzte habe ich jetzt irgendwo unterschlagen. Bei den 6. Das ist immer das Gefährliche, wenn man sagt, ich habe 6 und 6 dann hat man nur 5. Ja. Aber wenn man von diesen Merkmalen 3 hätte, dann müsste man mal den Arzt seines Vertrauens vielleicht aufsuchen. Ja, dann ist schon. Uli Borowka, Sie haben auch formuliert, dass Sie sich oft als Alkoholiker, als Mensch zweiter Klasse behandelt sahen. Ja. Wie hat sich das geäußert? So ganz einfach. Ich bin, wie gesagt, 2000 4 Monate in der Klinik gewesen, bin dann auch rausgekommen. 1,5 Jahre später habe ich gesehen, dass jemand mit meinem Konterfei eine Werbeaktion getätigt hat. Dann bin ich, wie gesagt, zum Anwalt gegangen und dann ist das vor Gericht gegangen. Und 2 Tage bevor der Gerichtstermin war, bekam ich vom gegnerischen Anwalt ein Schreiben. Die würden gar nicht verstehen, was der Herr Borowka möchte. Herr Borowka ist ein Mensch zweiter Klasse. Das ist ein Alkoholiker und er hat eigentlich Anrecht auf gar nichts mehr. Das habe ich in den ganzen 10, 12 Jahren, 13 Jahren jetzt, wo ich trocken bin, habe ich gemerkt, wenn man trockener Alkoholiker ist, ja, ist man hier bei uns im Land Abschaum. Nehmen Sie das, wenn Sie mit Ihren Patienten... Ich kann es Ihnen so sagen, wie ich es erfahren habe. Ist nur ein Teil. Das ist ja schon ein starkes Wort, Abschaum, aber eine persönliche Empfindung. Wenn Sie auf Ihre Patienten gucken und auch auf eine Langzeitentwicklung, sehen Sie solche Entwicklungen auch? Ja, natürlich. Wobei die Haltung der Gesellschaft hat sich Gott sei Dank ein bisschen gewandelt. Also es gibt auch viele, die den trockenen Alkoholiker sehr respektieren und ihn sehr dafür achten. Das ist ja eine Leistung, das muss man erst mal schaffen. Also die Leute, die nie alkoholabhängig waren, denen das Gott sei Dank erspart worden ist, haben aber auch nicht diese Leistung dann gebracht, trocken zu werden und trocken zu bleiben. Wenn wir schon einen Fußballstar bei uns zu Gast haben, können wir nicht anders, als wenigstens ganz kurz über Fußball zu sprechen, und zwar in unserer Rubrik Die 2. Zwei Minuten mit Uli Borowka, 388 Bundesligaspiele über die nächste Saison. Bier im Stadion ist
Immer da. Gut oder schlecht? Schlecht. Also nur alkoholfrei? Ja. Wer wird deutscher Meister, Pep oder Klopp? Pep. So viel Abstand wie dieses Jahr? Nicht ganz so viel Abstand, aber die Mannschaft steht und die Bayern sind einfach nur stark. Werder Bremen, ihr Ex-Club ohne Thomas Schaaf, ist wie? Oh, ja, ist wie nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich hoffe, sie bleiben auch dieses Jahr drin. Wer steigt ab? Ich hoffe nicht Werder Bremen. Und ich hoffe auch, dass Hertha mal drin bleibt. Nein, das ist jetzt nicht Uli. Nein, das ist nicht Uli Borowka. Das ist nicht Uli Borowka. Wer steigt ab? Zwei Namen. Ja, ich wohne hier in Berlin. Hertha bleibt drin. Ja, Hertha bleibt drin. Ich nehme Nürnberg. Ich nehme Nürnberg okay. Und Braunschweig. Gut, dann. Nürnberg und Braunschweig. Ja. Okay, das sind die Abstiegstipps. Und Bremen, Platz? 14. Das Platz 14. Das ist auch nicht so toll. Ne? Nein, ist nicht toll. Sie kaufen im Moment auch nichts weiter ein. Und ja, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Deutschland wird nicht Weltmeister, weil? Brasilien und Spanien zu stark sind. Ist bitter für Jogi dann, ne? Ja, wie immer ohne Titel. Dann muss er weg, oder? Wäre mal angebracht. Kein Titel und Jogi ist weg. Okay. Der Borowka von damals, also in Ihrer aktiven Zeit, könnte heute noch gut mitspielen bei? Über 50-Jährigen. Also Bundesliga wäre sozusagen Bundesliga, nein, zu schnell. Ne? Zu schnell, die Knie, alle spielen nicht mehr mit. Also über 50, wenn ich auch Gegner hätte, die so alt wären, würde es vielleicht noch gehen. Am heutigen Fußball stört mich? Der Schiedsrichter. Lothar Matthäus wird nie Bundesliga-Trainer, weil? Er zu viele Freunde bei der Presse hat. Wenn wir schon beim Fußball sind, Uli Borowka, und wir diskutieren hier ja Alkoholproblematik. Wie viele Bundesligaspieler heute, glauben Sie, haben ein Alkoholproblem? Wir haben ja jetzt gerade einen kleinen Verein gegründet. Ja. Ich helfe auch schon suchtkranken Profis seit jetzt Jahren. Wenn man einen Verein gegründet hat, spricht man anschließend schon wie ein Politiker. Ne? Nein, das wie nicht. Wie viele Bundesligaspieler? Ich werde wie viele Bundesligaspieler? Da kommt eine Zahl, ist da die Antwort. Nein, eine Zahl kommt nicht. Eine Zahl kommt nicht. Viele. 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 Ja. Sagen Sie die statistische Zahl. 3,4% der Männer in Deutschland sind alkoholabhängig. Also können Sie von allen Kickern auch 3,4% nehmen. Dann haben wir aber noch die Spielsucht, Medikamente und Drogen. Das noch obendrein. Die wir nicht vergessen dürfen. Also jetzt will ich es ja auf jeden Fall seriös betrachten. Wenn ich mir ein Bundesligaspiel anschaue und sehe zwei Mannschaften, habe ich dort auf jeden Fall 1, 2, 3 im Schnitt, die mit einem Suchtproblem zu kämpfen haben. Das ist gut möglich. Und mit Ihrem Verein setzen Sie jetzt an, da zu helfen? Ja, also das sind aber nur 10-15%, die suchtkranken Profis. 85% geht in Prävention. Ja, wir helfen also auch Kindern aus suchtkranken Familien, die wir wieder versuchen, in das soziale Leben einzugliedern und sowas alles. In Schulen sind wir und machen da eben Diskussionsrunden. Und haben sich Profifußballer schon mit Rat suchend an Sie gewandt? Das schon seit einigen Jahren, ja. Fühlen Sie sich von der Politik, ich muss Sie wieder anschauen, von der Politik ausreichend unterstützt? Ich fühle mich vom DFB und von der Politik nicht ausreichend unterstützt in allen Sachen, die wir machen. Was macht der DFB falsch? Dass er das ganze Problem unter den Teppich kehrt. Das heißt, ist das eigentlich typisch? Das kommt mir auch so typisch vor. Also das Problem gibt es nicht. Punkt. Ja. Das ist Teil unserer Trinkkultur, unserer gestörten Trinkkultur. Nicht? Wir haben, also man unterscheidet soziologisch. Sieht die Augenbrauen hoch bei gestörter Trinkkultur? Ja, habe ich das richtig gesehen? Muss man so nennen. Warum? Wir haben Abstinenzkulturen, wir haben Trinkkulturen wie etwa Italien, wo man gesellschaftlich kontrolliert trinkt. Also da achtet auch jeder auf den anderen. Man findet es unangenehm dort, wenn jemand alkoholisiert auffällig wird. Das ist da verpönt. Da achtet einer auf den anderen. Das ist so verrückt, wenn wir nach Italien fahren und sehen, dass Kinder ein kleines Glas Rotwein beim Essen bekommen, denken wir, um Gottes Willen, was machen wir mit ihren Kindern? Die erziehen die zu Alkoholikern, im Gegenteil. Die erziehen ihre Kinder zu einem vernünftigen, kontrollierten Umgang mit diesem gefährlichen Alkohol. Und das ist bei uns völlig anders. Wir haben da einfach ganz andere Maßstäbe, andere Werte. Bei uns ist vor allen Dingen unter Männern Alkohol trinken immer noch so was Tolles und das macht also uns insbesondere zu der Blick, und so weiter. Insbesondere der Blick nach Italien und auf die Kinder fand ich nochmal einen sehr weisen Beitrag. Danke für die Diskussion, danke für die Offenheit. Ich kann mir vorstellen, dass es immer noch manchmal schwierig ist, so offen über das Innerste zu sprechen. Und danke auch Ihnen
für die Klarheit. Nicht zuletzt danke fürs Zuschauen. Deutschland akut, der Welttalk, ist nächsten Mittwoch wieder für Sie da. Und ich würde mich freuen, wenn Sie reinschauen. 23:10 Uhr auf N24.